Heute stelle ich Ihnen eine aktuelle Studie vor von Karinidis und Coworkers. Es geht um eine Observationsstudie der Veränderungen im Einsatz und Prognose von nicht-invasiv beatmeten Patienten mit Covid-19. Derzeit ist Management der Beatmungsunterstützung bei Covid-19-Patienten mit Atemversagen ist heterogen. Trotz zunehmender Verwendung von nicht-invasiver Beatmung, NIV, bleibt die Definition der Intubationskriterien weiterhin ein offener Diskussionspunkt. Dieses insbesondere in Bezug auf das Abwägen zwischen den Vorteilen der nicht-invasiven Beatmung und dem Risiko eines Versagens der nicht-invasiven Beatmung. Darüber hinaus fehlen noch robuste Daten zum Einfluss der Dauer und des Versagens der NIV auf die Intubations- und Sterblichkeitsraten. Die Zeitspanne zwischen Beginn der NIV und anschließender Intubation im Falle eines Atemversagens beeinflusst möglicherweise die Prognose der Patienten. Die vorliegende Studie untersucht den Einsatz und die Prognose der NIV bei Patienten mit Covid-19 in einer großen Kohorte ohne relevante Verzerrung. In dieser Beobachtungsstudie wurden Abrechnungsdaten der AOK von bestätigten Covid-19-Fällen verwendet, um Patienten mit nicht-invasiver NIV und invasiver Beatmung, IMV, zwischen Frühjahr und Herbst 2020 zu vergleichen. Es wurden nur Patienten größer gleich 18 Jahre mit laborbestätiger SARS-CoV-2-Infektion zwischen dem 1. Februar 2020 und 30.11.2020 eingeschlossen. Die Primäranalyse umfasst alle Patienten mit mechanischer Beatmung, MV. Die Sekundäranalyse konzentriert sich auf Patienten mit MV für mehr als 6 Stunden, das heißt invasive MV, IMV oder NIV. Diese Patienten wurden in 3 Untergruppen unterteilt. Patienten mit primär invasiver mechanischer Beatmung, IMV, ohne NIV-Versuch vor der Intubation, ausschließlich Patienten mit NIV, die nicht zur Intubation eskaliert wurden, und drittens diejenigen mit NIV-Versagen, NIVF, definiert durch endotracheale Intubation nach nicht-invasiver Ventilation. Wenn die invasive mechanische Beatmung mindestens einen Tag später als die NIV eingeleitet wurde, wurde der Patient der NIV-Versagengruppe zugeordnet. Wenn die invasive mechanische Beatmung am selben Tag wie die NIV eingeleitet wurde, wurde der Patient der IMV-Gruppe zugeordnet. Zwischen dem 1.2.2020 und dem 30.11.2020 wurden 7.490 Covid-19-Patienten im Krankenhaus mechanisch beatmet. 32% während der ersten Welle der Pandemie und 59% während der zweiten Welle Oktober bis November. Altersverteilung, Geschlecht und Häufigkeit von Komorbiditäten zeigten nur geringe Unterschiede beim Vergleich der beiden Pandemieperioden. Die durchschnittliche Gesamtdauer des Krankenhausaufenthaltes nahm von 26 Tagen während der ersten Welle auf 22 Tage während der zweiten Welle ab. Die Gesamtdauer der mechanischen Beatmung nahm von 11,6 auf 7,6 Tage ab. Hier sehen wir die Kohorte, die Gesamtkohorte, dann Aufnahme zwischen Februar und Mai und Aufnahme zwischen Oktober und November, 7.490 gesamt. Februar bis Mai 2419, Oktober, November 4428 Patienten. Hier die Altersverteilung, größer gleich 80 Jahre im Gesamtkollektiv 23%, 70 bis 79 Jahre 29,6, 60 bis 29 Jahre, 69 Jahre 24,2 und 50 bis 59 Jahre 14,9% und 18 bis 49 Jahre 8,3%. Also zwischen den beiden Beobachtungszeitraum fand sich kein relevanter Unterschied. Hier die Begleitkomorbiditäten 67,2%, Hypertonie, Diabetes 42,5%, Herzrhythmusstörung 42,6%, Nierenversagen 27,3%, Herzinsuffizienz 33,7%, chronische obstruktive Lungenerkrankung 19,7% und Adipositas 15%. Hier die Länge der Krankenhausbehandlung im Median 24, erste Periode 26, zweite Periode Oktober, November 22 Tage, Beatmungsdauer im Median 9, Februar, März 11,6, Oktober, November 7,6, Tachytomie
25,3, erste Periode 30,8, zweite 21,6, ECMO Gesamt 7,6, erste Periode 7,8, zweite 6,9%, Dialyse 24%, erste Periode 30%, zweite Periode 20,5%. Und hier blicken wir jetzt auf die mechanische Beatmung, die Vergleich der beiden Perioden. 51,4 alle in der ersten Periode, 74% in der ersten Periode Februar bis Mai, 38,8% in der zweiten Periode. Nur die nicht-invasive Beatmung, insgesamt 21,5% der ersten Periode, 9,5% eine deutliche Zunahme in der zweiten Periode auf 28,4%. Hier die nicht-invasive Beatmung mit einem Versagen, 16,6%, 9,1% in der ersten Periode, aber 20,9% in der zweiten Beobachtungsperiode Oktober-November. Dauer der Beatmung zwischen 1 und 6 Stunden, auch im Vergleich, 6,3% in der ersten, insgesamt in der ersten Periode 3,8% und in der zweiten 7,6%. Hier die Krankenhaussterblichkeit, alle 51%, erste Periode 5,6% und in der zweiten Periode 52,7%. Hier die Krankenhaussterblichkeit in Abhängigkeit vom Beatmungsmodus. Das ist die nur invasive Beatmung 52%, nur nicht invasive Beatmung 38,7% und Versagen der nicht invasiven Beatmung 65,6%. Hier NIV-Versagen, das waren 1247 Patienten in den Alterskategorien, am häufigsten in der Kategorie 70 bis 79 Jahren 32,8%, hier in der Kategorie der untersten 18 bis 49 Jahre 7%, 50 bis 59 12,6%, 60 bis 69 Jahre 29,2% und größer gleich 80 Jahre 18,4%. Die Krankenhaussterblichkeit, NIV-Versagen in Abhängigkeit vom Tag des Versagens, also an Tag 1 war die Krankenhaussterblichkeit 58,3% und steigerte sich dann Tag des Versagens, Tag 5 oder später auf 74,9%. Das heißt, je länger die Patienten mit einer nicht-invasiven Beatmung versorgt wurden und dann ein Versagen erlitten, das heißt intubiert werden mussten, je höher war dann die Sterblichkeit. Hier die Dauer der Beatmung, Krankenhausliegedauer, Dauer der Beatmung, nur invasive Beatmung, das waren 3.851 Patienten, 13,7. Nur nicht invasive Beatmung, 2,5 Tage, nicht invasive Beatmung und ein nachfolgendes Versagen, das heißt Intubation, 16,3 Tage. Krankenhausliegedauer, wieder in den einzelnen Gruppen, nur invasive Beatmung, 29 Tage, nur nicht invasive Beatmung, 17 Tage, nicht invasive Beatmung und Versagen, 28 Tage. Ja, zusammenfassend. Die Nutzung der nicht-invasiven Ventilation bei Atemnahme im Herbst im Vergleich zum Frühjahr 2020 während der Covid-19-Pandemie in Deutschland zu. Dies war mit einer reduzierten Dauer der mechanischen Beatmung und Dauer des Krankenhausaufenthaltes verbunden. Trotzdem blieb die Gesamtmortalität von Patienten, die aufgrund eines Covid-19-assoziierten Atemversagens eine mechanische Beatmung erhielten, mit 53% sehr hoch. Patienten, die erfolgreich mit nicht-invasiver Beatmung behandelt wurden, hatten eine niedrige Sterblichkeitsrate als diejenigen, die direkt intubiert wurden. Patienten mit einem Versagen der nicht-invasiven Beatmung hatten eine höhere Sterblichkeit. Und je später es im Verlauf einer nicht-invasiven Beatmung zu einem NIV-Versagen mit nachfolgender Intubation kam, desto höher war die Sterblichkeit. So zeigt die aktuelle Studie die zunehmende Rolle der NIV bei der intensivmedizinischen Behandlung von Covid-19-Patienten auf. Die vorliegenden Daten zeigen sowohl Vorteile und Risiken der nicht-invasiven Beatmung, die sich beide auf die Sterblichkeit auswirken. Es besteht somit eine Notwendigkeit, prospektiv randomisiert kontrollierte Studien durchzuführen, die sich auf nachvollziehbare Indikationen für den Beginn einer nicht-invasiven Beatmung und auf die zeitgerechte Intubation bei Versagen der nicht-invasiven Beatmung fokussieren. Weitere Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie aktuellen Publikationen auf dem Preprint-Server von Cargill & Coworker.